Realität und nicht bloß ein Mythos. 68 wirkt im Nachhinein wie eine kohärente Bewegung, war es aber ganz und gar nicht. Rund 50 Jahre nach der Studentenbewegung um 1968 ist das mediale Interesse an der politischen und kulturellen Revolution so groß wie seit langem nicht mehr. Wenn man 68 anguckt, ist es eigentlich ein Zweijahreszeitraum von 66 bis 68, so beginnende Vietnam-Demonstrationen und andere Ereignisse. Kurzum, zum Beispiel Amerika-Haus, die erste Demo gegen den Vietnamkrieg, Februar 66, dann TU Berlin, ganz wichtig, der Vietnamkongress, Februar 1968, nicht weit davon entfernt, die Deutsche Oper, Besuch des Schahs, Ermordung von Benno Ohnesorg, Tötung, Ermordung, je nach Standpunkt. Die Schauplätze von damals sind heute die Erinnerungsorte, die der vermeintlichen Helden gedenken. Es sind die starken Bilder von Protest, Auflehnung und Widerstand, die in Magazinen, Dokumentationen und Ausstellungen die Bewegung darstellen, nacherzählen und erfahrbar machen sollen. Eine dieser Ausstellungen ist in der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg zu sehen. Die Ausstellung setzt sich zusammen aus Fotografien von zwei Fotografen. Das ist zum einen mit ca. 50 Fotografien das Aufnahmen von Ludwig Binder. Wir stellen diese historischen Fotografien gegenüber mit Aufnahmen von Jim Pakete, was als Fotografie ein ganz gutes Beispiel ist, wenn man dort oben eines der Bildikonen heute dieser Zeit sehen kann, Foto des Angeschossenen Benno Ohnesorgs. Man sieht auf der linken Seite Friederike Hausmann, die damals ihn gehalten hat. Und sie ist auch einer derjenigen, die porträtiert wurde, die man dann im zweiten Raum sieht. Durch diese ineinander Bezugsetzung der historischen Aufnahmen und der aktuellen Aufnahmen möchten wir eben natürlich dazu anregen, darüber zu diskutieren, welche gesellschaftlichen Veränderungen die Protagonisten der 1968er Bewegung und ihre Inhalte bewirkt haben. Also einerseits ist es halt gewissermaßen ein sexy Phänomen. Einerseits Revolution, Rebellion, dann eben dieser Aspekt sexuelle Befreiung, Kommune 1 etc. und so fort. Und das war schon immer ein Thema, was medial verkauft werden konnte. Der Name, der da in aller Munde war damals, war natürlich Rudi Dutschke, der ja als Führer, als Anführer des SDS, des Sächsischen Studentenbundes, tätig war und der natürlich eine große Bedeutung hatte für diese Zeit und für die Bewegung in der Zeit. Ich bin ja hier an der Ecke aufgewachsen, von daher ist das eine Sache, die mich immer wieder eben auch berührt. Vor allen Dingen, weil ich Rudi Dutschke später auch zufällig kennengelernt hatte, wenn er in Berlin war, wohnte er in einer Wohngemeinschaft, in der ich eine Bekannte hatte auch zu der Zeit. Ich glaube nicht, dass man von Helden reden kann, wenn man von Menschen spricht, die eine besondere politische Rolle spielen oder auch eine besondere Begabung haben, die er sicherlich hatte. Er war ja rhetorisch sehr stark. Er war sicherlich einer der intellektuellen Führer dieser Studentenbewegung. Und von daher habe ich ihn schon bewundert. Aber als Held sehe ich einen solchen Menschen nicht. Eine Revolution kann nicht durch Helden geschaffen werden. Eine Revolution ist eine breite Bewegung. Es können Einzelne können zu Sprechern werden, ja. Aber die Sprecher, die lösen etwas nicht, lösen eine solche Revolution nicht aus, ja. Ja, also diese Stilisierung als Helden aus meiner Sicht ist etwas, was im Nachhinein entstanden ist. Also es ist eine Art Mythisierung des ganzen Prozesses. Und wenn man ins Jahr 1968 geht, 67, 68, Dezember 67, Dutschke zum ersten Mal auf dem Cover des Spiegels. Für die einen ein Held, für die anderen der Inbegriff dieser quasi dieses DDR-Studententums, das in West-Berlin den Sozialismus einführen möchte. Und das heißt, 98% der Gesellschaft konnte mit Dutschke gar nichts anfangen. Das war ein Feindbild. Und das ist etwas, was im Nachhinein erst entstanden ist. Die Meinungen zu dem Heldenkonzept in Bezug auf die 68er-Bewegung sind zwiegespalten. Rudi Dutschke selbst sieht die Heroisierung seiner Person kritisch und äußert sich dazu in einem Interview folgendermaßen. Die Frage ist, ob eine Person sich als Glied eines Prozesses der Geschichte versteht
oder ob man gewissermaßen als Mythos herumläuft. Dann ist man aber nicht mehr im Prozess der Geschichte. Dann lebt man von der Vergangenheit und nicht von der Gegenwart. Mich interessiert die Vergangenheit verflucht wenig.